Yo Leute, willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Im New Game Plus angekommen, werden wir uns jetzt durch dieses Tal hier begeben. Das ist doch schon das Tal, in dem... Ja, so wie es am Rumpeln ist, es ist jenes Tal. Oh boy, das wird lustig. Wenn es gut läuft, werden wir in diesem Part den ersten Story-Boss besiegen. Servus! Was geht, du Misty? Bye bye! Ja, ja! Schön vorsichtig. Schön vorsichtig. Ganz liebes, riesiges Vieh bist du. Ich gehe lieber auf Nummer sicher in diesem Ding. Pikaboo! Du Mistvieh! Upsala. Und da bin ich. Oh nein, doch nicht. Hab mich noch retten können. Oh Mann. Yikes. Autsch. Alter, raste aus. Willst du noch eine? Hä? Lieber voll heilen. Das Viech macht ja so viel Damage. So, Gatschins Konfekt, Figur des Bildhauers, so, wir können uns hier ja schön mit unserem Haken durch schwingen. Der Typ da hat uns noch nicht mal gesehen, wow. Also ich weiß ja, dass wir schon fast ein Ninja sind, aber dennoch. So krass. Unauffällig. Hätte ich nicht gedacht. Ist Yobu Masataka Oniwa. Onikage, Angriff! Mag dein Pferd keine Punkte, na? Yes! Oh, Kollege! Junge, du bekommst den Zorn eines Mannes zu spüren! I don't think so. Oh, ja! Danke für diese ganzen Gelegenheiten, mich an dich ranzuziehen. Nummer 1. Nice. Autsch. Da hat er mir noch eine gegeben. Nicht schlecht. Oh, schade. Hat nicht so ganz gegeben. Ah, da hätte ich mich lieber an ihn ranschleichen sollen. Oder an ihn ranziehen. So. Machen wir es doch lieber so. Ja! Ganz massives Pferd hast du da. Und du bist erledigt! Nice! Shinobi-Exekution, mein Freund. Schade, dass wir das Pferd dann nicht hätten behalten. Oh! Nee, ne? Wirklich? Die Erinnerungen kriegen wir noch einmal? Oh Gott.
Gott, wie geil ist das denn? Das ist ja jetzt eine positive Überraschung. Geiler Shit. Ja, Hammer. Angriffskraft verbessern. Dann müssen wir jetzt... Das gibt's nicht. Ey, ohne Scheiß, ich bin stark davon ausgegangen. Wir wären nicht in der Lage, die Angriffskraft noch weiter zu erhöhen. Doch. Ja, geil. Das ist doch super. Herrlich. Was will man mehr? Haben mehr. So, mein Freund. Na, Ishin? Gebt mir meinen Namen. Say my name. Sekiro. Okay. Ich werde noch einmal auf die Spitze des Turms... Ups. ...gehen. Ich möchte wissen, was in den Truhen drin ist, wo normalerweise die Perlen drin zu finden sind. Da musste ich doch, glaube ich, hier in die Mitte. Nein, nicht ganz. Oh, aber was haben wir denn hier? Kügelchen. Ein Türchen. Konnte man das vorher auch schon öffnen? Wahrscheinlich, oder? Ich denke schon. Na gut. Ich gehe hier auf jeden Fall noch einmal hoch. Ach, Spiel, du hast mich positiv überrascht. Ich mag dich. Wenigstens bekommt man noch mehr Angriffskraft präsentiert. Ich meine, klar, ne, irgendetwas sollte man schon bekommen, wenn man im New Game Plus immer stärkeren Gegnern gegenübersteht. Wenn man schon nicht die Gesundheit weiter aufbessern kann, dann doch wenigstens die Angriffskraft. Irgendwie muss man ja den Charakter stärker machen. Jawohl, jetzt haben wir es doch. Was ist in den Kisten jetzt drinne? Na? Verhüllte Jizo-Statue. Ah! Genau, mit denen ich theoretisch meine Wiederbelebungen noch einmal regenerieren kann. Aber ich töte eigentlich genügend Gegner, sodass es eigentlich an sich ausreicht, was ich habe. Da muss ich jetzt nicht noch großartig Jizo-Statuen benutzen. Vielleicht werde ich sie gegen Ende öfter benutzen, aber bis dahin spare ich sie mir auf. Damit ich ordentlich was davon habe. So, Dille. Genau. Wir sollten ja hier in der Nähe ein paar Ratten töten. Upsala! Wow. Okay, der Fallschaden ist hier sogar deutlich härter. Also man hat ja eine stärkere Strafe dafür, dass man da runter plumpst. Upsala, das wollte ich jetzt nicht. Okay. Wow. Ah ja, stimmt ja. Die Viecher brauchen eine kleine Axtbehandlung. Lazulit-Axt, gesegnet, selbst abwehrenden feinen Schaden zu, erzeugt mächtigen Halt, der feindliche Illusionen auflösen kann. Au, 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 au. Au, au, au. Au, au, au. Damn. Dass sie mir das Rückgrat brechen können, habe ich vollkommen vergessen. Nein! Na super, und jetzt habe ich noch nicht einmal mehr... Okay, so viel dazu. Wenn ich noch nicht mal mehr Geistembleme habe, dann kann ich es ja gleich vergessen. Ich möchte die Ratten töten, damit ich wenigstens in der... Quest von Ishin ein bisschen weiterkomme. Au!
Puppenspieler. Damit der wenigstens gegen seinen Kollegen noch ein bisschen helfen kann. So. Na also. Geht doch. Dein Puppenspieler erlöst dich hiermit. Okay. Ishin! Hab's gemacht! Hab ich das gut gemacht? Dann ist das schon mal abgehakt. Ach ja, beim Nachlassverwalter kann ich ja nochmal vorbeigucken. Wie viel Geld habe ich gerade dabei? 2000? Ja, reicht vielleicht für ein paar Sachen. Ich habe ja auch noch ein paar Geldbeutel, die ich nicht benutzt habe. Könnte ich ja bei der Gelegenheit mal machen, ne? Schwere Geldbeutel hier. So, Ashina Esoterik-Text. Upsala. Okay. Bye, Papa Ishin. Ja. Unser Meister und Lehrer. Naja, Meister nicht wirklich, aber zumindest unser Sensei. So, wir kaufen Tropfen Drachenblut. Wir kaufen. Ach so, die ganzen Sachen können wir ja auch nach wie vor erwerben. Das ist gut zu wissen. Gegenmittelpuder. Handvoll Asche. So. Okay, war doch nicht nötig. Upsala. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Puppenspieler bleibt natürlich ausgerüstet. So. Damit können wir uns jetzt schön weiterbegeben. Ich glaube, als nächstes käme dann ja der brennende Bulle. Ah, schön. Vom Prinzip her ist der ja einigermaßen einfach, glaube ich. Mit unserem Funken können wir uns ja notfalls ein kleines bisschen Raum verschaffen. Wenn er uns zu sehr auf die Pelle rücken sollte. Bye bye! So. Einmal da hoch. Und da runter. Wow. Boah, und solche kleinen Fische geben uns schon 315 Erfahrungspunkte. Das ist ordentlich. So, ich würde den Typen zwar gerne noch erledigen, aber ich glaube, das bringt nichts. Yikes. Chill, 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 chill. Nein. Dumm. Wenigstens die Haltung. Yes. Zack. Du bist erlöst. So.
Diebe sind noch am Leben. Hahaha! Geil! Oh, schade. Der Bulle hat ausgebullt. So. Hallo, die Dame. Okay. Sehr schön. Damit wären wir schon hier angelangt. Ach, ging ja einigermaßen fix. Naja, dann können wir ja schon direkt den Geheimgang über... Also den Geheimgang, sage ich schon. Die Geheimroute über die Dächer nehmen. Das hat nichts mit Geheim zu tun. Das ist eigentlich die Route, die man nehmen soll. Also kann es so geheim nicht sein. Yikes! Okay, 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 okay. Ja! Chillt euer Leben! Yikes! Ah, wie schnell! Der hatte doch sonst nicht so einen Speed drauf. Das merkt man dann ja gar nicht mehr, wenn er durch einen durchpfeift. Ach du Schande. Bye, bye. Nix da. Hoffentlich kommt er jetzt nicht hier noch reingebrettert. Das wär's jetzt. Na komm, nimm das Item. Göttliches Gras. Eieieiei. Jetzt muss ich mich erst einmal hier wieder in der Burg hochkämpfen. Servus. Und so, Hauptsache das Ding ist geöffnet. Ach, vorbei, ich muss doch noch nicht mal großartig weglaufen. Oh oh. Oh oh. Hui. So. Und schnell rasten. Okay. So, Dele. Schon viel besser. Hi. Seine beste Technik, was?
1. Oh. Das gibt's doch nicht. Das ist doch Quatsch. Oh, ah. Mist. Ah. Ah, da war ich jetzt zu spät. Und erwischt. So. A-Leber, schwerer Geldbeutel. Okay. Das wäre abgehakt. Da oben wartet dann doch schon Genichiro auf mich, oder? Oh ja, und da meldet sich gerade der Wecker. Und er löst mich quasi davor, dass ich den Typen noch in diesen Part machen werde. The fuck? Ach so, ja, stimmt, das ist nur so eine Art, ja, wir sehen ihn, Achtung Herr, anstatt ein, wir stürzen uns jetzt mit Vollkaracho auf ihn. Okay, passt schon. Gut, dann würde ich an dieser Stelle den Part beenden, Leute, und beim nächsten Mal werden wir uns dann Genichiro widmen, dem ersten Boss, bei dem ich mir gut vorstellen kann, dass wir ordentlich Probleme gegen ihn haben werden. Also dann, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!